Vielen Dank. Wir starten dann mit dir, Uli. Es geht um Frauenbewegungen und Widerstände in der Geschichte. Gesamtüberblick mit jeweils historisch-politischem Kontext, gestern und heute. Ja, vielen Dank. Das Thema ist riesig. Ich werde Sie vermutlich allesamt enttäuschen. Für die, die sozusagen jetzt einen Gesamtüberblick sich erwarten, das kann natürlich nur sehr kursorisch sein. Wir haben uns jetzt vorher nicht abgesprochen, weiß jetzt auch nicht, wo ich da drauf drücken soll. Und das ist auch nicht mein Vortrag, denn ich werde ausschließlich im Deutschen sprechen und kann Türkisch leider nicht. Ja, auch das ist es nicht. Vielleicht insgesamt, das Thema Zeynep hat ja schon eingeleitet und Naomi auch, es geht oder soll hier gehen um Frauengeschichte, historisch-politische Kontexte von unterschiedlichen Frauenbewegungen und Widerstände gestern und heute, das heißt ein großer Bogen soll gespannt werden, der weit reichen würde, um eine Ringvorlesung zu füllen, einerseits historisch unüberschaubar, wo beginnen, womöglich in der Antike. Nein, das wäre und kann ich nicht tun. Wir werden kursorisch ein paar Streiflichter, beginnend mit der Französischen Revolution und in die Kämpfe um Frauenrechte, um Arbeit, Lohngleichheit und eben von der ersten Frauenbewegung in die zweite und in die sogenannte dritte unordentliche Welle oder Wellen des späten Kapitalismus heute. Also leider ist hier offenbar die meine... Okay, deswegen tue ich ja an der Uni immer nur sprechen und erspare mir die vielen PowerPoints, aber hier wollte ich eigentlich mit einem Bild beginnen. Ich werde sozusagen versuchen, den Bogen der Themen zu spannen, nämlich einerseits, wir haben vorher Naomi schon gehört, dass sozusagen die Themen der späten Postmoderne sehr viele Splitterungen, sehr viele eben auch Fragmentierungen heute bedeuten. Und Frauengeschichte klingt so, als wäre das eine schon fertig geschriebene Geschichte, als hätte sie sozusagen auch eine Wirkmächtigkeit, womöglich im Mainstream. Und wer sich mit Frauengeschichte auseinandergesetzt hat, weiß, dass feministische Frauengeschichte nach wie vor von einzelnen ambitionierten Lehrerinnen abhängt, die viele vergessenen oder eben auch gelöschten, geglätteten Aspekte einfügen, ergänzen oder in einen Kontrast stellen zu einer Männergeschichte oder zu einer Herrschaftsgeschichte. Ja, Frauengeschichte ist nach wie vor eine Nische, auch an der Uni. Wenn ich frage, wer zum Beispiel eben Alain de Gouges kennt, so kennen dies die wenigsten. Und ich möchte noch zurück mich bedanken bei Zeynep und gleichzeitig auch bei einer Lehrerin von mir, die heute da ist, nämlich Ursula Kubes-Hoffmann, die den legendären Lehrgang Feministisches Grundstudium entwickelt hat und wo ich sehr viel lernen konnte. Ja, kollektive Kämpfe von Frauen müssen immer wieder neu erzählt werden, von Generation zu Generation, von Frau zu Frau, von Mensch zu Mensch. Und die, das Ambivalente daran ist, dass wir häufig sozusagen auch Namen nicht kennen und auch, dass die sogenannte weiße Frauengeschichte ebenso eine Geschichte der Zerrissenheit ist. Und jetzt wollte ich eigentlich aufs nächste Bild kommen. Könnten Sie hinten das nächste Bild für mich machen? Ich
Ich werde den meisten von Ihnen nichts Neues erzählen. Vielleicht das Einzige, was hier nicht alle kennen im Saal, ist eine Regionalgeschichte aus Vorarlberg. Ich habe mir erlaubt, in diesen nächsten 20 Minuten, ich fürchte, ich werde 30 Minuten brauchen, vier verschiedene Achsen der Frauenkämpfe, der Frauenbewegungen historisch wie aktuell zu spannen. Die erste Achse, tagesaktuell, brand, heiß und schrill und todesbringend wie eh und je. Die erste Achse, Frieden, Frauen, die sich gegen Krieg und Militär zusammengeschlossen haben. Hier sehen Sie ein Bild, die Quelle ist übrigens Vorarlberger Landesmuseum, von dem sogenannten Krummbacher Weiberaufstand. Der war 1807 und war eine lokale Unruhe von rund 400 Frauen, die versucht haben, ihre Männer und ihre Söhne vor dem bayerischen Militär zu schützen, die damals eben bis in jedes kleine Dorf hinein, Krummbach liegt irgendwo im Schwarzwald, die Männer aus den Häusern zu holen, aus den Bauernhäusern zu holen und sie in Militäruniform zu stecken. Dieser Krummbacher Weiberaufstand, Sie sehen hier Frauen in Dirndln, manche haben Zöpfe, manche haben Hüte, manche gehen barfuß, manche haben Fetzenschuhe an, vorne voran geht auch ein Mann. Sie haben wahrscheinlich landwirtschaftliches Gerät oder prügeln mit sich und sie versuchen sozusagen das Militär aufzuhalten und ihre Söhne und ihre Männer aus dem bayerischen Militär rauszukriegen oder erst gar nicht hinzulassen. Die Protagonistinnen sind allesamt unbekannt. Es gibt Gerichtsakten, deswegen weiß ich da ein bisschen was, aber auch nur durch Zufall. Eine der Aktivistinnen, wie es heute schön heißen würde, war Christine Heidecker. Sie ist 1756 geboren gewesen, also damals bei dem Weiberaufstand, den sie maßgeblich mitinitiiert hat, war sie an die 50 Jahre, für die damaligen Verhältnisse sehr alt. Ich bin momentan genauso alt wie sie. Und sie hat, so wie es viele Frauen der damaligen Zeit, aber auch nach wie vor Frauen, die in heterosexuellen Beziehungen leben und die von Verhütung quasi ausgeschlossen sind, sie hat jedes Jahr ein Kind geboren und so an die 18 Kinder geboren, wovon drei das Erwachsenenalter erlebt haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo sie gegen den Einzug, den Zwangseinzug ins Militär mobil gemacht hat, hatte sie eine erwachsene Tochter und zwei Söhne. Und das war ihre große Angst, dass sie die Arbeitskräfte auch noch verliert und sie sozusagen an diesem Hof verhungern wird. Es gab natürlich viele andere Frauen, die das ähnlich gesehen haben. Vier Namen seien noch erwähnt: Magdalena Schoch, Christine Hirschbichl und Anna Fink. An die 400 Frauen sind hier damals gezogen, um gegen das bayerische Militär mobil zu machen. Sie waren allesamt Analphabetinnen, sie waren keine, die von beispielsweise der Französischen Revolution gehört haben oder die tief politisiert waren oder die sozusagen für das Leben und einen christlichen Hintergrund gekämpft haben. Es ging ihnen schlicht auch ums Überleben. So. Die erste Achse also gegen den Krieg, gegen das Militär. Hier sehen Sie ein berühmtes Bild aus der Sozialistischen Internationalen, den Frauenfriedenskongress 1915. Die Quelle ist Library of Congress in Den Haag. Und ich denke, das ist eines der Konstanten der feministischen Grundpositionen gegen Militarisierung, gegen Rüstung, gegen Kriegsdienst, gegen Völkermord, vor allem sehr stark vor dem Ersten Weltkrieg, auch währenddessen in der sogenannten Zwischenkriegszeit.
eben vor allem bei Sozialistischen, bei Linken, wie auch bei gläubigen Frauen, bürgerlichen Frauen, Müttergruppen, Frauen, die für das Ende der todesbringenden und auch ressourcenverschlingenden Militärindustrie aufgestanden sind. Das war und ist bis heute unglaublich risikoreich. Nämlich gerade in Nationalismen sich zwischen den Fronten zu engagieren, war damals wie heute ein Indiz, in Wien sagt man oder in Österreich gerne Nest beschmutzen dazu, also eben auch als Staatsfeindinnen gebrandmarkt zu sein oder als Zersetzerinnen von staatlicher Autorität. Und dieses friedensaktivistische Moment ist nach wie vor sehr riskant. Viele der sehr langen Friedensbewegungen, und wir wissen ja, die Nachrichtenwerte werden dann sehr gering, wenn es lange Prozesse von Friedensbewegungen gibt. Kurzfristigkeit, Überraschung, das ist eines der Aspekte von Nachrichtenwert. Kämpfe, die seit vielen Jahrzehnten andauern, bleiben oder werden zunehmend unsichtbar. Ich möchte erinnern beispielsweise an die israelisch-palästinensischen Friedensaktivistinnen, die seit Jahrzehnten versuchen, die Spaltung und die Kriegstreiberei und die Gewaltakte zu skandalisieren und zu beenden. Ich möchte auch erinnern an den afrikanischen Bürgerkrieg oder Weltkrieg der 90er Jahre und wo auch viele Friedensaktivistinnen, ich denke zum Beispiel an Nima Ngobi, ihren Kampf geführt haben. Viele im Westen kennen ihn nicht. Eine gesamte These, die sich über das Heute und das Vergangene spannen lässt, ist, dass an allen großen Revolutionen wie auch kleinen Revolten Feministinnen immer beteiligt waren. Und zwar zumeist auch als die vulnerableren Gruppen damit begonnen haben. Ich denke jetzt an die Französische Revolution. Sie finden hier auch einen absichtlich zugeschnittenen Ausschnitt, der von Delacroix Marianne mit ihren Busen zeigen soll. Warum habe ich sozusagen die historische Kanonisierung, die eine Glättung bedeutet, die die Kämpfe von Frauen als Einzelne oder als Kollektive zum Teil gelöscht haben, aber dafür in eine erotische, in eine behübschende Dramaturgie eingegossen haben, das ist historisch wie aktuell eine Konstante geblieben. Wenn wir uns auf der anderen Seite das Bild, ich habe es versucht zu umreißen, das Phänomen mit postmoderner Ambivalenzen, wenn wir hier die eine der vielen Aktivistinnen, die es noch vor 10 Jahren gab, rund um die ukrainische Gruppe Femen anschauen, wo ganz bewusst mit der Entblößung der Brust versucht wurde, auf die Bürgerkriegs bevorstehenden Szenarien hinzuweisen. So möchte ich darauf hin, dass in diesen ab 2008 versuchten Politisierungen der Gruppe Femen, um was ging es ihnen, um einen Hinweis, dass es unglaublich viel Gewalt, Männergewalt an Frauen, Männergewalt an Männern in der Ukraine zu beobachten war, 4 Jahre bevor der Bürgerkrieg begonnen hat. Sie haben hingewiesen auf starke Aufrüstungen, auf Gewalt in den Familien, Gewalt auf der Straße. Und sie haben für ein Matriarchat und für ein Ende der Ausbeutung an Frauen gekämpft. Was ist übrig geblieben im Westen? Man könnte sagen, der Busen überdeckt den Inhalt, nämlich wir haben die geilen, schönen
Brüste zur Kenntnis genommen und uns darüber unterhalten, aber nicht um den Inhalt, nämlich, dass es eine friedensbewegte Gruppe war. Wir könnten natürlich jetzt ganz lange Zeit über Femen reden und auch über verschiedene Einschätzungen. Insgesamt geht es mir darum, dass Frauenrechte als Menschenrechte immer schon von Feministinnen erkämpft und thematisiert wurden in allen auch unlängst zurückliegenden Bewegungen und Revolutionen. Da brauchen wir nicht nur auf die Sandarbeiterinnen von 1848 oder davor Französische Revolution, auf die Fischweiber, auf die Brotunruhen hinweisen. Das können wir auch in der jüngsten Gegenwart, wo unsere Schwestern gekämpft haben, aber unsichtbar geblieben sind. Ja, kürzen soll ich gut. Die zweite Achse sind Arbeitskämpfe. Da weiß ich, dass Sie viel wissen werden. Da halte ich mich kurz. Vielleicht noch ein Entstehungsmythos und auch ein Hinweis, dass es gerade in diesem Haus vor 9 Jahren eine Ausstellung dazu gab, genau auch mit dem gleichen Plakat. Nämlich zu der Entstehung des 8. März. Wie Sie vielleicht wissen, geht der auf die Gedenkkultur rund um den berühmten und blutigen Streik von 1857 der New Yorker Textilarbeiterinnen zurück, die versucht haben, einen gerechteren Lohn und kürzere Arbeitszeiten zu erreichen. Sie verbrannten in der Fabrik, zumal die Tore zugesperrt wurden. Durch kollektive Erinnerungskulturen, durch das Erzählen, durch das geschriebene Wort, also durch die Chroniken erst, lassen sich diese Kämpfe der Vergangenheit in die Gegenwart transportieren. Heute haben wir eine Vielfalt an Bildern, an Fotos, an Filme, an Social Media. Noch nie war es quasi Vernetzung und Solidarisierung so einfach wie heute. Noch nie waren so viele Initiativen, Petitionen, Demos, wie heute auf der Straße, und gleichzeitig oder vielleicht auch gerade deswegen erleben wir im Westen Fragmentierungen, entweder oder statt sowohl als auch, Individualisierung, das heißt, jede Generation und jede Frau muss sich ihre Geschichte selbst erlesen und zieht sozusagen die Schultern ihrer Großmutter, ihrer Imaginären nicht. Hier der Versuch einer Gegenüberstellung, ein berühmtes Foto aus Petrograd 1917, Quelle ist hier Wikimedia, tausende Frauen auf der Straße um die Jahrhundertwende in der USA und in Europa vor mehr als 100 Jahren. Und heute sehen wir Tausende und Abertausende Arbeiterinnen, beispielsweise hier in Dakar. Hier ist das ist die Quelle Garment Workers Trade Union Center. Akkord für Shopping. Die globalisierte Ausbeutung ist natürlich alt. Das ist keine Erfindung des globalisierten Spätkapitalismus. Die Sklavinnen-Traditionen gibt es seit Jahrtausenden. Der Kolonialismus ist viele hundert Jahre alt und die Massenproduktion, die Auslagerung ist sozusagen nur die logische Konsequenz im Spätkapitalismus. Arbeitskämpfe, die es weltweit gibt, haben vielfach eben auch verbotene Gewerkschaftsarbeit im Hintergrund, und die westliche Berichterstattung im Mainstream kennt dies maximal rund um den 8. März. Wer sich mit Alternativmedien auseinandersetzt oder Clean Clothes Campaigns kennt, weiß, dass diese Arbeitskämpfe seit vielen Jahrzehnten ungebrochen bleiben. Ich werde jetzt nicht auf die toten Näherinnen eingehen von Dakar 2013, sondern nur noch sagen, dass das blutige Shopping ein Privileg der ersten Welt ist, bestehend in einer eher schäbigen Konsum- und Wegwerfkultur auf Kosten von Umwelt, auf Kosten von Gesundheits- und Sicherheitsbedürfnisse und auf Arbeitsrechte ihrer Produzentinnen in Billiglohnländern.
Ja, ich komme in einem schnellen zur dritten Achse, die ebenso alt ist wie alle feministischen Bewegungen, nämlich die der Körperpolitiken und Gewalt. Sie sehen hier einen berühmten Ausspruch von Audre Lorde, "Your silence will not protect you." Also eine Kollektivierung der individuell erfahrenen Gewalt, die immer auch klassenübergreifend waren. Gewalterfahrungen haben Frauen aus unterschiedlichsten Kontexten erlebt, die einerseits eingeschrieben sind in Traditionen, in Geschichten von Zwangssexualität oder auch Zwangsheterosexualität, in Ehe, in Geburtenkontrolle, entweder staatlicher oder familiärer Art, in Verhütungstabus und in Gewalt gegen lesbische Frauen, gegen Trans, gegen Interpersonen. Das sind allesamt Themen, die sich heute sehr stark auch öffentlich äußern. Die tabuisierte familiäre Gewalt der Väter, Brüder, Onkel und irgendwelcher nahen Familienangehörigen ist seit der zweiten Frauenbewegung nicht mehr ein geheimes Tabu, auch wenn es für jede Frau ein Durchbrechen der antrainierten Schamkultur ist, darüber zu sprechen. Also offenes Reden, biografischer Austausch zu My Body, Myself ist nach wie vor eines der großen Themen. Ja, nur zur Vollständigkeit halber, in Österreich haben wir ja vieles erreicht. Das Abtreiben steht noch immer im Strafgesetzbuch, das wissen wir alle. Weltweit gehen Körperrechte von Frauen allerdings zurück, unter anderem auch in den USA. So, das ist jetzt falsch. Nein, das ist die falsche Richtung. Ja. Die vierte Achse ist die der Intersektionalität. Dieses Bild stammt von der UNCC, African American Feminist Theory. Und Sie sehen, dass die Analysekriterien der Ungleichsachsen von Geschlecht eine vielfältige Positionierung braucht. Vieles davon ist natürlich nicht neu. Klasse, Alter, Ethnie, also alles, was sich rund um Sexismen, Rassismen, Heterosexismen, auch eben die Gewalt gegen Menschen mit körperlicher Behinderung, die im Amerikanischen als Ableism genannt wird. All das sind Achsen der einfache Opfer-Täter-Diskurse verschiebt in viel komplexere Ebenen. Und Naomi hat es auch schon gesagt und Zeynep auch. Das Dilemma ist häufig, dass wir gerade auch in Diskursen verwechseln, einen Partikularismus auf der einen Seite, ein Belonging mit Solidaritätsachsen. Ja, dazu möchte ich jetzt vieles sagen, aber werde es kürzen. Meine Position ist die, dass Religionen und Nationalismen immer auch die stärkste patriarchale Trennkraft zwischen Frauen gewesen ist und dies auch weiter ist. Weltweite Kämpfe im Spätkapitalismus, und das sind jetzt noch zwei Folien, die ich habe, zeigen, dass strukturelle und individuelle Gewalt immer auch zusammenzudenken ist. Die heutigen vielfachen sozialen Bewegungen, die wir über Hashtags mitverfolgen und beteiligen können, ich denke jetzt eben an MeToo oder auch an die sogenannten Slutwalks vor 10 Jahren oder die Body Positivity Bewegung oder eben auch andere, die tausende einzelne Stimmen versammeln, die das Schweigen durchbrechen, die Scham, Selbsthass überschreiten durch Austausch. Und die weltweiten Kämpfe im Spätkapitalismus sind sozusagen unordentliche, denn alles, was seit hunderten Jahren gefordert wird, ist ja in manchen Elementen und in vielen Themen nicht umgesetzt, wartet drauf, ist womöglich zwar in einer Verrechtlichung, aber findet im Realen nicht statt.
Also das heißt, alle Arbeitskämpfe, alle auch Partizipationskämpfe. Und weil es sozusagen jetzt hier sehr stark ums Überleben ging in diesem Bogen, möchte ich abschließend noch sagen, dass es natürlich auch eine große Notwendigkeit braucht, die ja sehr vielsträngig heute ist, die Beteiligungen von Feministinnen an sogenannter populärkultureller Produktion auch bedeutet. Das heißt, feministische Musik, Film, die Kritik an Kleidung, die Beteiligung an Sport und, all das sind Aspekte, die heute Frauen sozusagen auch verbinden und nicht nur, wie Sie hier sehen, eine Veranstaltung von Frauen, die gegen die weltweite Sklaverei abschaffen, jetzt sofort auf die Straße gehen. Ich denke, das sind vermutlich weiterhin die dringlichsten Themen. Ich weiß nicht, wenn ich nach vorwärts drücke. Ja, danke, das macht der Kollege hinten. So, am Schluss noch einen Satz oder vielleicht sogar zwei. Ich möchte Sie als Geschäftsführerin von Radio Orange sehr herzlich auf 4 Tage im Sommer an Beteiligung, an Möglichkeit, beispielsweise Radiobeiträge zu machen anhand eines Symposiums, feministische Radiotage in Wien, Claim the Waves. Es geht darum, dass jede Bewegung im Kleinen beginnt und Frauen, die zusammenkommen, um über ihre Geschichten, über ihre Visionen auch zu sprechen. Diese 4 Tage werden in Wien im Augarten stattfinden. Es werden Schweizer, Deutsche und österreichweit Aktivistinnen erwartet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich auch dafür interessieren und wenn Sie noch nie Radio gemacht haben, so können Sie das auch lernen bei Radio Orange. Wir bieten auch einen kostenlosen Radio-Grundkurs an. Und wen das eben interessiert, ich habe hinten Listen aufgelegt, da können Sie sich gerne eintragen, da versuchen wir Sie dann zu beschicken. In diesem Sinn darf ich vielleicht mit einer sehr unrealistischen Vision enden, nämlich wir haben ja jetzt die letzten Tage verschiedene UN-Berichte, beispielsweise den Mädchenbericht gelesen oder zumindest erhalten und wir wissen, dass die letzte UN-Frauenkonferenz 95 war. Und dann kam War Against Terror und seither gibt es sozusagen die Angst davor, dass jede nächste Frauenkonferenz an diese Ziele zurückfällt. Und ich hoffe oder ich denke, dass es großartig wäre, wenn wir dafür Sorge tragen könnten, dass wir eine nächste große UN-Konferenz in Wien haben, womöglich in 5 Jahren und damit schließen.